Silvesterzeit ist Böllerzeit und wie zu jedem Jahreswechsel wird vor den gefährlichen sogenannten Polenböllern gewarnt. Welche Schäden die illegalen Feuerwerkskörper anrichten können, demonstrieren Experten des Bundesamtes für Materialforschung. Zunächst wird ein geprüfter, legaler Knallkörper in einer künstlichen Hand gezündet. Hier würde es zu Verbrennungen kommen. Weitaus fataler sind die Folgen, die der Polenböller anrichtet. Anstatt Schwarzpulver enthält der oft echten Sprengstoff. Der Kunsthand werden sogar zwei Finger abgerissen. Die Berliner Polizei kennt diese Verletzung nur allzu gut. Letzte Woche in Berlin hatten wir erst zwei schwere Unfälle dadurch. Zwei junge Männer an unterschiedlichen Orten haben mit illegalem Feuerwerk hantiert und haben sich sehr schwere Verletzungen an den Händen zugeführt. Da fehlen jetzt tatsächlich Finger. Die Polenböller sind nicht nur gefährlich, auch die Einfuhr ist schon strafbar. Wer sowas zündet, bringt sich und andere in große Gefahr. Und deswegen ist es auch nach dem Sprengstoffgesetz eine Straftat, was sehr wenige Menschen wissen. Und es kann bedeuten bis zu 3 Jahren Haft oder auf alle Fälle eine Geldstrafe. Ein kurzer Blick auf den Feuerwerkskörper reicht, um sicherzugehen, ob es sich um einen in Deutschland zugelassenen oder illegalen Böller handelt. Ist die Bezeichnung BAM oder BAM und CE aufgedruckt, ist der Feuerwerkskörper legal. Die Bundespolizei verdeutlicht die Gefahren zusammengebundener Feuerwerkskörper, zudem noch mit einem Video, das die ganze Sprengkraft der Polenböller aufzeigt.